Drei Fehler, die Männer bei Frauen machen. Beim Fußball kannst du kein Tor erzielen, wenn du nicht den Schuss wagst. Und im Leben kannst du keine Frauen verführen, wenn du darauf wartest, dass du nur von ihnen angesprochen wirst. Fehler Nummer 1, du sprichst viel zu selten mit Frauen. Dafür gibt es 1000 Beispiele, ob es bei der Arbeit ist oder im Freundeskreis oder du hast eine Frau auf einer Party oder auf der Straße gesehen. Zögerst du es hinaus, sie anzusprechen, dann überlässt du deinem Gehirn genug Zeit, dass es Ausreden erfindet. Und je mehr du wartest, desto mehr überflutet dein Gehirn dich mit Ausreden und Ausreden und Ausreden. Entschuldigung. Hi. Hi. Möchtest du mit mir auf ein Date gehen? ja. Was? Ja? Ja? Caught me off guard. Ja? Ja? Cool. Das ist eine normale physiologische Reaktion, die bekomme auch ich heute noch, die bekommen auch meine Kunden und die bekommen alle Männer, bis auf Psychopathen. Wir kennen das doch alle, da vorne steht eine Frau, du bist total fasziniert von ihr, sie ist wunderschön, sie hat bestimmt was auf dem Kasten und du möchtest unbedingt zu ihr, aber in dir zieht sich alles zusammen, du wirst nervös und du kriegst es einfach nicht hin. Und das ist okay, diese Reaktion ist völlig normal. Glaub mir, das geht zwar niemals weg, aber es ist wirklich kein Problem, denn mit der Zeit lernst du Mittel und Wege, wie du das Ganze beheben kannst und wie du damit umgehst. Und dann ist es auch nicht weiter schlimm. Dieses Problem kannst du in der Praxis lösen und mit der richtigen Vorbereitung. In der Praxis such dir jemand, der kein Problem hat, Frauen anzusprechen und der dir keine Wahl lässt, es auch zu tun. Es ist zum Beispiel viel effektiver, wenn du dir Gleichgesinnte suchst, die das Ganze auch wirklich ernst nehmen, die nicht einfach nur darüber labern wollen, sondern die richtigen Kerle, die sich selber auch eingestehen, dass sie noch nicht so weit sind und gemeinsam das lernen möchten. So wie in unseren Verführer-Calls zum Beispiel, wo wir gemeinsam losgehen und du mit einer Gruppe Männer verbunden bist und ihr gemeinsam Frauen ansprecht, kennenlernt, ihre Nummern bekommt und sie auf Dates wiedersehen. Wenn du dich mehr informieren möchtest, dann komm in die kostenlose Beratungssession. Der Link steht in der Beschreibung. Zurück zu der Frau, die vor dir steht. Oft liegt es ja nicht nur am Ansprechen, sondern auch an der Ungewissheit, was als nächstes kommt. Versteh Folgendes. Woran du gerade denkst, sind Strategien. Strategien sind gut. Fußballer trainieren täglich. Ein Boxer übt jeden Tag, Tag ein, Tag aus, dieselben Bewegungsabläufe immer und immer wieder. Er überlegt, wie kann er ausweichen, wie sollen seine Füße, in welcher Stellung sollen sie sein, wie kann ich einen Konter verpassen und so weiter. Aber kommt es dann zum Kampf, schmeißt er all diese Strategien aus dem Fenster. Denn jetzt verlässt er sich auf seinen Instinkt, den männlichen Urinstinkt, der dir angeboren ist, den verdammt nochmal jeder von uns hat. Hör auf mit den Strategien. Siehst du eine Frau, die dir gefällt, hast du 3 Sekunden Zeit. Denn nach 3 Sekunden kommen die Ausreden. Sprich mit ihr. Bei der Arbeit, unter Freunden, auf der Straße. Lauf los und begib dich in den Ring. Du hast 3 Sekunden Zeit und dann lass deinen Instinkt den Rest erledigen. Diese 3 Sekunden können den ganzen Unterschied machen. Diese 3 Sekunden stehen zwischen dem großen Glück und dem verdammten ewigen Bereuen. Und deswegen sind Anmachsprüche völlig überflüssig, weil sie lediglich zur Strategie dienen. Überlass mal deinem Instinkt ein bisschen Arbeit. 2. Fehler. Du sprichst viele Frauen an, hast tolle Gespräche, aber erreichst nichts. Wenn es dir wie mir geht oder wie meinen Klienten, dann möchtest du wahrscheinlich auch neben dem Sex eine tiefe Verbindung. Und deswegen gehen wir das Ganze ganz anders an. Hier ist ein Trick, diese Verbindung schon von Anfang an in die Wege zu leiten. Geh davon aus, dass ihr 2 schon längst beste Freunde seid. Und ich weiß, du wirst jetzt sagen, Moment mal, aber ich will nicht in die Friendzone gehen. Alles gut, folgt mir hier mit diesem Gedanken. Wenn du davon ausgehst, dass ihr euch schon längst kennt, wenn du mit ihr umgehst, wie als würdest du mit deinem besten Freund umgehen, wenn du, wenn sie dir schreibt oder nicht schreibt, nicht zwanghaft darauf wartest, dass sie dir antwortet, oder wenn sie vor dir steht, dass du einfach mit ihr so reden kannst, wie du mit deinem besten Kumpel reden würdest, dann gehst du mit der ganzen Sache viel leichtherziger um und sie wird spüren, dass du nichts von ihr brauchst. Und das ist so wertvoll, und ich sage es in allen meinen Videos, dass genau das die magische Zutat ist, damit sie den Raum hat, auf dich zu stehen. Wenn du auf eine fremde Frau zugehst, dann ist es völlig in Ordnung, wenn du dich sogar nervös fühlst. Es hat seinen Grund, warum Frauen, wenn sie über Männer reden, die sie mögen, immer wieder dasselbe Wort benutzen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Oh, der ist total süß. Irgendwie war der süß. Keine Ahnung, der hat irgendwas. Ich finde ihn süß. Natürlich reicht das nicht. Aber dazu kommen wir am Ende des Videos. Nervös zu sein ist perfekt. Denn wenn du nervös bist und trotzdem mit ihr sprichst, dann bist du süß. Sie spürt das und sie weiß ganz genau, das ist ein ehrlicher Kerl. Und er wird nicht versuchen, mich irgendwie zu manipulieren. Denn das machen die anderen Typen. Und warum diese Alphas oder Arschlöcher oder weiß der Teufel was sowieso keine Chance haben,
dir das Wasser zu reichen, wenn es darum geht, eine tiefe Verbindung mit wunderschönen und intelligenten Frauen zu haben. Das habe ich dir in diesem Video erklärt. Schau es dir gerne an. Und der dritte Fehler, den Männer bei Frauen machen, ist, dass sie auf der logischen Ebene mit Frauen kommunizieren. Anstatt auf der Herzensebene, auf der emotionalen. So wie wir essen, trinken, Sex brauchen zum Überleben, so brauchen Frauen eben auch Emotionen. Sonst fühlen sie sich innerlich einfach leer. Sonst fühlen sie sich, als wären sie tot. Und das ist das Geile. Denn genauso wie du sie körperlich stimulieren kannst, kannst du sie auch emotional stimulieren. Und ein Mann, der eine Frau emotional stimulieren kann, zu dem fühlt sie sich angezogen. Es gibt zum Beispiel einen Satz, der die Emotion einer Frau so packt, dass sie sich von dir sexuell hingezogen fühlt und mit dir schlafen möchte. Und diesen Satz, den habe ich dir hier verlinkt.